Die internationale E-Rally Emilia erwartet auch 2011 zahlreiche interessante Fahrzeugkonzepte aus dem gesamten Spektrum der elektrischen Mobilität. Hinzu kommen Presse- und Begleitfahrzeuge. Innerhalb von 3 Stunden muss die gesamte Fahrzeugflotte wieder aufgeladen werden. 2x am Tag, an 2 verschiedenen Orten. Das erfordert mobile Infrastruktur, speziell für die Emilia entwickelt. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in dem Jahr wieder das Bindeglied mit unseren Ladesäulen sein dürfen zwischen Fahrzeug und zwischen Netz. Wir werden 8 Ladesäulen bereitstellen. Jede Ladesäule hat 4 Ausgänge à 2,5 kW. Das heißt, wir müssen für alle Fahrzeuge insgesamt 100 kW bereitstellen, damit jedes Fahrzeug hoffentlich seine nächste Etappe dann auch wieder schafft. Neben der reinen Bewältigung von Etappen und Sonderprüfungen gibt es erstmals Sonderwertungen mit Einfluss auf das Gesamtergebnis. Ganz wichtig bei der Emilia sind ja nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern eben auch die Effizienz der Fahrzeuge. Deshalb bekommt jedes Fahrzeug seinen einzelnen Ausgang, seine Steckdose mit einem zugeordneten Zähler und alle Verbräuche werden ganz genau erfasst und dokumentiert. Wie lässt sich die Ladetechnik für die verschiedensten Verbräuche, zum Beispiel von Tesla und pedalunterstützten Trike, optimieren? Für Planung und Produktion werden auf der Rallye wichtige Informationen gesammelt. Momentan laufen im Hauptwerk die Vorbereitungen der Emilia 2011 auf Hochtouren, nicht nur in der Fertigung der P-Charge-Ladestationen. Wir werden in diesem Jahr selber an der Emilia teilnehmen. Wir freuen uns schon sehr drauf. Da können wir natürlich Erfahrungen und Daten sammeln für uns und für unsere Kunden. Wir werben ja sehr viel mit der Elektromobilität und die Emilia zeigt, dass sie heute schon möglich ist. Wer jetzt letztendlich mitfährt, ist noch offen. Natürlich wollen alle, aber es können nicht alle. Wir werden sicherlich die geeigneten finden. Die E-Rally ist offen für jedermann mit einem rein elektrisch betriebenen Fahrzeug mit 2, 3 oder 4 Rädern. Der Wandel zur E-Mobilität hat begonnen. Nimm die Herausforderung an.